RB Leipzig hatte in dieser Woche seine Weihnachtsfeier. Ganz schnieke, sogar mit rotem Teppich vor dem Eingang. Die Atmosphäre gelöst. Und doch war spürbar, dass einige mehr an der ersten Niederlage und dem bitteren Verlust der Tabellenführung zu knabbern haben, als man es zugeben möchte. Treffender als Stefan Ilsanker kann man das Gefühl nicht ausdrücken. Scheiße. 8 Spiele in Serie hatten die Leipziger zuvor gewonnen. Fast schon unheimlich. Wir müssen die Kirche im Dorf lassen, wir sind nach wie vor ein Aufsteiger. Und das ist ein bisschen verloren gegangen, glaube ich, über die Wochen, wenn man so hervorragende Ergebnisse einfährt und 13 Spiele ungeschlagen bleibt und oben an der Tabelle steht, da wird man schnell in eine Situation oder in eine Position geschoben, in der man eigentlich noch gar nicht ist. Es war nur eine Frage der Zeit, bis es uns auch einmal erwischt. Und das Entscheidende ist, wie man damit jetzt umgeht und dass wir einfach die Dinge, die wir nicht gut gemacht haben, dass wir da einfach sehen, woran es lag. Das geht weiter. Wir haben immer noch... sind aus meiner Sicht immer noch sehr, sehr gut in der Spur und auch gut drauf. Da wird uns jetzt so ein Spiel nicht komplett aus der Bahn werfen. Bisher hatte keiner ein Mittel gegen Leipzig gefunden. Überfallfußball, gezielte Pässe in die Spitze, unendliche Sprints und keine Zeit zum Überlegen für den Gegner bei Ballbesitz. All das beherrschen die Leipziger traumwandlerisch. Ingolstadt schafft es aber, mit viel Herz und engmaschig verteidigend dagegen zu halten. Es ist aber auch so ein bisschen jetzt die Phase, wo wir dann auch sehen werden, wie gut wir wirklich sind. Wo wir dann im Endeffekt dann auch uns einordnen können. Da haben wir bald gegen alle Mannschaften einmal gespielt. Da kann man schon mal eine Aussage treffen, okay, so weit sind wir und das müssen wir noch lernen. Und da gibt es auch noch einiges. Für Ralf Hasenhüttl hat die Situation seinen Reiz. Seine Mannschaft müsse nun eine Reaktion zeigen. Frust als Ansporn. Unsere Sinne sind wieder geschärft, der große Druck ist jetzt weg, wir haben jetzt mal verloren, der Gegner hat sich dafür feiern lassen können und das ist okay und wir haben jetzt das Ziel, wieder eine neue Serie vielleicht zu starten. 2 Spiele stehen in diesem Jahr noch aus. So wurden auf der Weihnachtsfeier bereits Pläne geschmiedet, wie man nicht nur zu Hause gegen Hertha, sondern auch bei den Bayern etwas holen kann.